Ein herzliches Hallo von mir an euch zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und wir sind mit Claudia unterwegs. Ich hatte eigentlich einen ganz anderen Plan. Ich wollte gerade für euch eine Runde Killer aufnehmen. Aber diese Lobby-Wartezeit. Ich hätte in der Zwischenzeit meine komplette Wohnung renovieren können. Es ist wirklich unschön. Ich habe ungelogen eine Viertelstunde gewartet und dachte mir dann, nein, es reicht. Ich kann meine Zeit auch besser nutzen. Du spielst jetzt einfach Survivor. Und nimmst es auf. Was? Make was? Was? Okay. Man muss dazu sagen, es ist Freitag, früher Abend. Man hat dann halt hier so Dullis dabei, ne? Ich repariere einfach mal weiter. Ich glaube, die Mac ist übrigens auch übers Crossplay dabei. Also sie hat Steam. Sie hat DVD über den Microsoft Store gekauft und nicht über Steam. Ich weiß nicht, ob das daran liegt. Auf jeden Fall bin ich die Claudia. Wir haben den Clown. Ich muss rein theoretisch den Killer noch viermal blenden. Ich habe noch eine Archivaufgabe. Mal sehen, ob ich das irgendwie hinbekomme. Und ich habe rein theoretisch auch ein paar Dailies. Eventuell nehme ich nachher noch ein bisschen Survivor auf, wo wir uns um meine Dailies kümmern. Ich habe da nämlich was mit Bill und mit David. Und wir gucken einfach mal. Ich bin gespannt, wie diese Runde läuft zum Freitagabend. Es kann gut laufen, es kann aber auch richtig Vollkatastrophe sein. So. Ach nein, was mache ich? Ich brauche doch meine Taschenlampe zum Blenden. Oh. Übrigens gibt es in dieser Runde für uns alle Bonuspunkte. Denn ich habe eine Geburtstagstorte geschmissen und ich weiß nicht, ob es der Killer war, aber zumindest noch jemand anderes hat ein Bonuspunkt-Offering rausgehauen. Das heißt, insgesamt müssten wir rein theoretisch 208% Bonusblutpunkte bekommen. Wenn wir die Offerings schon haben, dann nutzen wir sie auch. Hier ist übrigens so eine Krone von dem aktuellen Geburtstagsevent. Ich habe allerdings alle Kronen schon mit all meinen Survivern, all meinen Killern. Deswegen lasse ich die jetzt mal dort. Das Problem ist halt, man wird durch diese Krone wirklich auffällig. Also durch den Schimmer. Ne? Wenn man sich diese Krone einsammelt, schimmert man ja so komisch. Hat so Flitterpartikel um sich herum. Dann ist man sehr auffällig. Ich weiß nicht so richtig, was der Killer macht. Ich will mich nicht beklagen. Ah. Er wirft... am Reifenstapel hängen geblieben. Das war ganz ungünstig. Schaffe ich es noch zur Palette? Tadam! So. Ich habe geblendet. Wuhu! Das ist mein Ziel. Und er bleibt auch direkt weg. Ich frage mich halt, warum noch kein weiterer Generator an ist. Also... arbeiten die anderen hier mit? Was machen die? Hat er mich jetzt nicht gesehen oder wollte er mich nicht sehen? Ah, hat jemand... ah, er ist zum Gen gegangen, oder? Ah, noch das Totem weg. Das ist dann Totem Nummer 3. Tunnelblick. Gott sei Dank. Glück für mich. So, an dem Generator war ich. Ich gehe wieder zur Mac. Ich weiß nicht, ob das die Mac ist, die erst hier... ja, das ist die Mac. Ich glaube, die Mac möchte mir einfach Hallo sagen. Also ich weiß es nicht, was die Mac von mir möchte. Ach, wisst ihr was? Ich gehe mal retten. Ich hole mir mal noch ein paar andere Punkte ab. Hm.
Nicht nur fürs Reparieren. Ah, der Killer ist ein bisschen... Er patrouilliert ganz ungünstig den Haken. Sagen wir es mal so. So. Komm mal runter. Willst du dich selber heilen? Sorry. Er geht wieder auf dich. Ich könnte mich natürlich dazwischen werfen. Die Frage ist, hat der... Venus Calling? Sorry! Ich bin ein Feigling. Oh, verdammt, ich hätte dort bleiben sollen. Ich habe doch eine Taschenlampe zum Blenden. Ich nehme so selten Taschenlampen mit. Ich denke nie daran, dass ich in der Nähe bleiben sollte, um zu blenden. Ach Gott. Frage ist halt, lässt sie sich jetzt sterben? Weggetunnelt. Hier ist noch ein Tod. Dann wäre dein Totem Nummer 4. Wow! Oh, er geht auch, er geht echt nicht weg. Da unten Keller heilen ist auch eine ganz, 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 ganz schlechte Idee, muss ich sagen. Okay. Sie wurde leider mega weggetunnelt. Der kommt da hinten an den Haken. Ich hoffe, sie hat sich ein bisschen erholt. Es hätte klappen können. Ich habe es versucht. Auch wenn das wahrscheinlich für Leute, die Erfahrung haben mit diesen Flashlight-Saves, eher witzig aussah. Ich habe es versucht. Wie gesagt, ich nehme eigentlich nie Taschenlampen mit. Okay, der andere ist nicht helfen gegangen. Aber der Killer ist... immer noch in der Nähe. Okay, ich nehme ihn mit und du gehst retten. Du schimmerst, Dwight. Oh. Er hat Dwight gesehen. Gehört. Nein, 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 du gehst nicht wieder auf sie, du tunnelst. Du bist ein... Warum geht das nicht? Warum kann ich das einfach nicht? Du stinkst. Clown. Geh doch einfach weg. Ich hole mir Flink ab. So. Also, ja. Zu tunnelnden Killern sage ich eigentlich nicht mehr viel. Ihr seht halt direkt, ne, sind zwei Leute raus. Ah, dort hinten ist er. Was soll's? Er wirft. Er, oh, hier ist das letzte Totem. Wir müssen uns das merken. Weil eventuell hat er Nöte. Dann wissen wir, wo das ist.
Und dann habe ich tatsächlich, habe ich dann ernsthaft alle Totems diese Runde rausgenommen? Wenn er clever war, ist er weitergelaufen! Oder mir entgegen. Dwight, mach den letzten Gen an! Ich möchte halt ungern hängen, weil... Dann kämmt er mich weg. Ich glaube, jetzt zu hängen wäre ganz schlecht. Und ich laufe gerade auch mega ungünstig. Und abgekürzt. Okay, mal gucken, wo Dwight ist. Dwight ist im Schrank, würde ich sagen. Dwight, du kannst jetzt rauskommen. Hallo? Am Haken sehe ich doch meine Mates. Ist der ernsthaft in dem Schrank? Ist Dwight gerade so ein richtiger Dwight, der sich einfach in den Schrank stellt? Okay, warte, Leute. Schade. Dwight ist, glaube ich, ein richtiger Dwight und steht irgendwo in einem Schrank. Sag ich doch. Dwight steht in einem Schrank. Aber eventuell war er sogar AFK, weil... Warum sollte der Clown ausgerechnet zu dem Schrank gehen? Ich befürchte, da waren Krähen über dem Schrank. Ja, schade. Ich hatte eigentlich gar kein so schlechtes Gefühl bei der Runde. Okay, Dwight. Einfach mal die 4% genutzt und die wieder am Boden. Er war nicht AFK. Okay. Schade. Ich hatte wirklich eigentlich kein so schlechtes Gefühl bei der Runde. Aber die ist jetzt am Ende, ist es so eskaliert ein bisschen. Das Tunneln hat jetzt auch nicht gerade was dazu beigetragen, dass es eine angenehmere Spielrunde war. Hat wenigstens das Blenden, ja, das hat einmal gezählt. Okay. Ich würde jetzt gern links über die Ränge einen schwarzen Balken einfügen. Matchmaking, weißt du was? Es ist Freitagabend. Es kann doch nicht sein, dass es niemanden in meinem Rangbereich gibt. Warum? Warum werde ich so gematcht? Aber okay. Ich bin raus. Ich versuche jetzt eventuell noch eine neue, noch eine weitere Folge Survivor aufzunehmen. Killer wird heute wahrscheinlich nichts mit den langen Wartezeiten. Von daher... Ich bin für heute raus und wir sehen uns dann morgen gerne wieder mit einer neuen Folge Survivor. Und ich hoffe, da läuft es wieder ein bisschen besser. Macht's gut, bis dahin.